Ein Held ist ein Mensch. Dieser Mensch kann jeder Mensch sein. Wow. Wer wäre nicht gern die Heldin oder der Held eines Abenteuers? Ob es die Rettung einer Lehrerin ist, die Geschichte einer großen Liebe oder die Berufung zu etwas Höherem. Eine Aufgabe, die uns erfüllt und von der wir wissen, dafür bin ich gemacht. Das Ding ist nur, mein Alltag sieht oft ganz anders aus. Der hat irgendwie wenig Glorreiches. Das Abenteuerliche kommt im Büro irgendwie nicht so an. Vielleicht schauen wir darum gerne Geschichten wie Anne with E oder hören Superhelden-Stories, um am Abenteuer teilzuhaben. Da frage ich mich, was wäre, wenn? Was wäre, wenn uns unsere Sehnsucht auf die richtige Fährte führt? Wenn es tatsächlich einen tieferen Sinn gäbe? Ich bin Christ und eine der Dinge, die mich am meisten fasziniert an Jesus ist, dass er mich einlädt ins Abenteuer. Ja, es gibt tatsächlich eine höhere Berufung für jeden Einzelnen von uns. Das ist der Ruf Gottes, das Leben mit ihm zu teilen. Eine Freundschaft zu haben mit dem Gott des Universums. Wow! Wer schon mal verliebt war, weiß, das macht jeden Moment golden. Selbst der Alltag wird plötzlich aufregend. Die Beziehung zu Gott erlebe ich oft so ähnlich. Ihn kennenzulernen ist spannend, weil er immer wieder ganz unerwartet anders ist. Humorvoll, großzügig, überraschend. Aber da ist noch mehr. Freundschaft mit Gott heißt auch, er beteiligt mich an etwas, was Ewigkeitswert hat. Egal, ob unsere Namen eines Tages auftauchen werden in den Geschichtsbüchern dieser Welt, meiner auf jeden Fall nicht, Gott schreibt durch und mit uns Geschichte. Ich glaube, Gott hat jedem von uns ganz einzigartige Begabungen und Ressourcen gegeben, damit wir sie einsetzen, um mit ihm gemeinsam seine Welt zu verändern. Und ich merke immer wieder, die Verbindung zu Gott, die gibt mir Kraft und Mut, die weit über meine eigene hinausgehen. Das heißt, im Büro sitze ich nicht einfach nur so. Gott ist dabei. Er gibt meinem Alltag Sinn. Und manchmal frage ich ihn, was hast du heute vor? Und wie kann ich dabei sein bei deiner Geschichte? Hey, wenn du Lust hast auf ein Abenteuer mit Gott, frag ihn doch auch mal.